Und damit herzlich willkommen zurück zur Gruppe S 1990 in die zweite Etappe. In die zweite Rallye. Eins von fünf Etappen. Und ich habe gar nicht drauf geachtet. Finnland. Okay, oh Gott, das wird schrecklich. Rallye 2 von 2, Etappe 1 von 2 in Nurmaku. Oder Nurmaku oder so. Wir beginnen mal die Etappe. 2 Meilen. Finnland war, meine ich, auch recht kurz. Dementsprechend dürften 5 Etappen hier unter 20 Minuten sein, gehe ich mal von aus. Meine Fresse, Fahr. Also außer man fährt sich natürlich direkt am ersten Strohballen fest. Es kann aber auch sein, dass es so war, dass das zwar recht kurze Etappen waren, aber recht scheiße zu fahren, weil eng und klein und nicht unbedingt für schnelle Autos ausgelegt. Mist. Ich fahre mir auch was zurecht, Alter. Also die Strecken hier sind halt echt eng, ne? Fühle ich jetzt erstmal nicht so. Bin ich ganz ehrlich. Ich sehe mich hier auch schon verlieren. Also die ganze Rallye verlieren. Das Jahr werde ich wohl nicht mehr verlieren, gehe ich davon aus. Ja, wobei, ich habe nur 25 Punkte, ne? Also so sicher bin ich gar nicht. Tatsächlich. So sicher bin ich gar nicht. Komm, danke. Bin gar nicht so sicher, wie ich denke. Weil wenn ich jetzt irgendwie ein Vierter werde oder so, dann brauche ich nur Walter, der Zweiter war, Erster werden, dann hat er gewonnen. Egal, wie viele Minuten er hinter mir ist. Au. Spielt dann ja keine Rolle. Nur weil er 2 Minuten hinter mir ist, wenn er hier nur 2 Sekunden hinter mir ist. 2 Sekunden vor mir ist. Und trotzdem irgendwie 4 Plätze vorne, dann macht er trotzdem so viel Punkte, dass es relevant ist. Ich schätze mal jetzt sind sie 6er oder so. 4. bis 6. sag ich mal. Und 5. okay. Ah, ja, ja, das war schlecht, ey. Ja, okay. Wir setzen fort. Kommen in die Etappe 2. 3,7 Meilen in Lampi. Lampi, glaube ich, ne? Ja, bestimmt irgendwie sowas. Auch wieder sehr kurz. Vielleicht performe ich ja diesmal ein bisschen besser. Die Straße ist auf jeden Fall schon mal gefühlt doppelt so breit. Keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Ich würde mir gerne so Geister anzeigen lassen, wie die anderen hier fahren. Aber da das einfach eine errechnete Zeit sein wird und keine NPCs, die hier wirklich fahren, gehe ich von aus. Ja, geschenkt, ne? Ist ja jetzt nicht so wie bei Forza, wo die Leute wirklich fahren, neben dir. Also weder NPCs noch Rivalen oder so. Oh fuck, Alter, ich überschätze die Bremse von diesem Auto immer so massiv. Das bremst echt gar nicht, ey. Oh Gott, jetzt hab ich's so unterschätzt. Ich dachte, die Finnland werde ich echt nicht warm, ne? Was war? Leck mich, da war ich gar nicht so off track. Hätte ich jetzt gesagt. Da war ich doch noch relativ gut on track. Ah, ich werde mit dem Auto und der Strecke hier nicht warm. Ach, leck mich am Arsch. Boah, fahre ich mir was zusammen. Das kann sich ja kein Mensch angucken, ey. Mal gucken, dass ich da irgendwo ein Foto mache, weil ich glaube, wir fahren jetzt gleich noch nachts oder so. Apropos, passt das hier? Ja, geht, ne? Würde ich mal sagen. Bisschen Leute im Hintergrund, sah okay aus. Ich hätte gerne noch so eine Birke im Hintergrund gehabt, aber naja, man kann ja das haben, ne? Das scheint ja auch schon später im Jahr zu sein, also quasi am Jahresende. Wobei ich zugegebenerweise gar nicht weiß, wann in Finnland die Blätter anfangen zu welken. Komm. Aber gefühlt fährt die Karriere echt nicht so gut. Aber es wird an mir liegen. Dass ich einfach nicht mit der Strecke und dem Auto warm werde. Weil die anderen Eibenhammer fahren hier wirklich gute Zeiten, leider. Nein. Ich bin froh, dass ich das nicht als letztes Auto gewählt habe. Hatte ich nämlich auch überlegt, weil
bei 5 Etappen halt die Chance am höchsten war, Deutschland mit drin zu haben, im deutschen Auto. Aber ich würde halt gerne den Italiener relativ weit fahren. Weil es in meinen Augen das schönste Auto der Saison ist. Oder der Klasse, der Gruppe. Der Gruppe, genau. Und da würde ich halt gerne ein schönes Auto fahren. Nicht eins, was gut... Also, ich hoffe auch, dass er gut fährt. Nein! Selbstverständlich hoffe ich, dass er gut fährt, aber... Weil sonst weine ich ein bisschen. Aber es hätte sich halt angeboten, da ein deutsches Auto zu fahren, weil da ziemlich sicher Deutschland mit drin vorkommen wird. Ich meine, es gibt mehr als 5 Länder. Norwegen, Finnland, Afrika, Deutschland, Japan, Indonesien ist, glaube ich, mit drin. Und zum Beispiel noch Länder, die ich vergessen habe. Italien? Zweiter? Das ist eine absolute Frechheit. Wir setzen fort. Aber ich glaube, Walter ist schon jetzt ziemlich weit vor uns. Also zeitlich gesehen. Egal, Etappe 3. Im wunderschönen Normak-Q. Wir reparieren und beginnen. Wieder 2 Meilen. Ich glaube, das war das, was wir als erstes aufgefahren haben. Nur andersrum jetzt dieses Mal. Drauf wetten würde ich jetzt aber nicht. Weil, oh, ein Stein, das ist weg. Ich weiß nur, dass die erste Rallye auch 2 Meilen lang war und ähnlich gewiesen hat, hätte ich gesagt. Aber die erste Etappe, nicht die erste Rallye. Ich versuche einfach nicht so scheiße zu fahren wie eben gerade, okay? Und wenn es eine andere Strecke ist, versuche ich hier trotzdem nicht so scheiße zu fahren. Ja, aber wenn man okay fährt, dann wird man noch eine okay Zeit kriegen, gehe ich davon aus. Scheiße! Ein neuer offener Weg! Komm! War kein Heu auf dem Strohball, Entschuldigung, ja. Stroh und Heu ist nicht das gleiche. Für alle, die den Bildschirm gerade anschreien, so wie ich das tun würde. Ich bin oftmals Bildschirm am Anschreien, wenn Leute irgendeinen Quatsch in ihren Videos erzählen. Zum Beispiel jedes Mal, wenn Freddy sagt, ach, ich hab schon wieder vergessen. Egal. Mann! Komm. Das macht keinen Sinn, genau. Freddy sagt sehr oft in seinen Videos, das macht keinen Sinn. Und ich denke mir jedes Mal, fucking ergibt! Und überlege auch jedes Mal zu kommentieren. Ja, war übrigens die gleiche Strecke wie vom Anfang. Ich überlege jedes Mal zu kommentieren, aber wenn ich damit einmal anfange, dann muss ich damit ja auch. Also dann muss ich das in jedem Part machen. Und dann kann ich das in jedem Part 2, 3, 4, 5 Mal machen. Gefühlt. Ja, Etappe 4. Aber Walter war noch schlechter als ich. Und zwar gar nicht mal so wenig, 17 Sekunden. Damit ist Walter nur noch 3 Sekunden vor uns. Hatte der Dingensprobleme? Nein. Fehlt nur das Motor, okay. Junge. Okay, 2,5 Meilen. Erneut in La Silla. Jetzt sind wir, glaube ich, noch nicht gefahren diese Season. Aber sind wir auf jeden Fall schon mal gefahren. Würde ich behaupten. Ich möchte weinen, Alter. Ich fahre so schlecht. Was ist denn mit mir? War wirklich eine Katastrophe zusammen, ne? In Finnland. Beziehungsweise mit dem Auto hier. Also bisher am besten hat mir wirklich so eine asphaltierte Strecke in Japan gefallen, die nicht so ganz spitz war. Die ganz spitzen Sachen in Japan fuhren sich schlechter als das hier, waren aber breiter. Weswegen sie... Ich habe den übrigens nicht mal gesehen. Weswegen sie sich besser haben nehmen lassen, weil ich mehr ausholen konnte. Ne, hier ist ja Ausholen immer direkt in einem Baum stehen oder in einem Strohballen oder in einem Holzhaufen oder in einem Schild oder suchst dir aus, ne, in irgendwas. Brücke zum Beispiel. Ah! Brückengeländer. Aber in Japan war das alles ein bisschen entspannter. Das hat zwar auch wenig Spaß gemacht, weil das halt nicht gut fahrbar war. Das hier ist deutlich cooler fahrbar, wenn man weniger Grip auf dem Scheiß hat, deshalb kann man besser driften. Aber dafür war ich in Japan halt schneller. Gut, also bisher würde ich sagen, mache ich Japan, um
gegen superschwere KI zu gewinnen. Ich weiß natürlich nicht, ob das Sinn ergibt. Aber in Japan hatte ich ja teilweise irgendwie eine Minute Vorsprung. Und selbst dann, wenn ich überhaupt nicht fahren konnte. Also selbst wenn ich scheiße gefahren bin, ist die KI noch schlechter gefahren in Japan. Also wenn es geregnet hat und so. Da hatte ich zwar auch nur 66% Wins, weil ich eine Dingens verkackt habe. Da habe ich aber, glaube ich, richtig reingeschissen. So, das war's schon. Zweiter, würde ich sagen. Zweiter oder dritter? Vierter, okay. Junge, auch schon wieder richtig viel. 9 Sekunden! Damit hat Walter seinen Vorsprung wieder ein bisschen ausgebaut. Okay, da muss ich auf den 5,3 Meilen jetzt ein bisschen was abnehmen, leider. Schauen wir mal, ob das drin ist. In Haparjärvi. Wir reparieren und starten die Etappe. Schauen wir mal. Ich glaube nicht, dass wir ihm jetzt hier irgendwie 13 Sekunden abnehmen, außer er hat natürlich irgendwie einen Totalausfall. Das könnte sein. Das wäre unser Glück. Ich habe halt keine Ahnung. Oder ich habe einen Totalausfall, Junge. Ich habe halt keine Ahnung, wo nach dem Sprung der Scheiß hingeht. Deshalb habe ich gebremst. War auch ganz gut so, weil sonst wäre ich, glaube ich, einfach geradeaus weiter in den Wald gesprungen. Das ist halt das Problem, wenn man die Strecke überhaupt nicht kennt. Kann eigentlich nur darauf gehen, dass er die Zeit falsch stoppt oder einen Motorschaden hat oder Pinkelpause oder... Fuck! Sucht euch aus, ne? Also die Sprünge in Finnland finde ich mit Abstand am schlimmsten. Du weißt nie, wo es danach hingeht. Es ist super schwer, die Karren einzufangen in Finnland, gefühlt. Scheiße. Okay, ich habe Track Penalty erwartet, 5 Sekunden. Oh. Du weißt nie, wo die Sprünge hingehen, sie sind meistens ultra kurz. Und meistens auch eine Kurve rum. Also eigentlich übereinander, wo du springst, springst du relativ gerade oder maximal so leicht schräg. In Finnland ist auch immer 90 Grad Kurve. Gefühlt, ne? Ist natürlich eine Hyperbel, was ich hier mache. Aber ich muss sagen, wenn Finnland abgeht, dann geht's auch richtig ab. Fahrerisch. So, da vorne kommt also gleich eine 90 Grad Kurve. Das gefällt mir natürlich auch schon überhaupt nicht. Die ich ausnahmsweise sehr, sehr gut genommen habe. Und hier kommt wieder eine Kurve, mit der ich nicht gerechnet habe. Aua. Da dachte ich, es geht weiter geradeaus. Hätte ich wahrscheinlich schon sehen können, habe ich aber trotzdem nicht erwartet. Komm, 9 Sekunden schneller als Walter. Dann wäre das noch ein Win. Ich will ja gar nicht, dass Walter ausfällt. Ich will einfach nur besser fahren als er. Nach so einem langen Rennen ist natürlich durchaus realistischer, dass ich mal halbwegs vernünftig fahre als Walter, der hier vielleicht auch mal Fehler machen kann, die KI. Ich gehe voll Risiko, hat sich gelohnt. Wenn ich davor gebremst hätte, wäre ich nochmal deutlich langsamer geworden. Ich habe einen kurzen Lag gehabt, also auch einen sehr dollen. Gar nicht mal so kurz eigentlich. Komm, komm, komm. Ich habe auch gerade übelst einen Brainfart, Alter. Komm, geradeaus, bitte. Leicht rechts, okay, habe ich richtig predicted. Da dachte ich, ich knall gegen. Alter, Finnland verlangt mir echt am meisten ab jedes Mal. Okay. 180, nein, nicht ganz. 120 Grad Kurve oder so. Uiuiui. Nein. Komm. Plötzlich nochmal Asphalt hier. Bitte, bitte, bitte. Das war nicht gut, glaube ich. Dritter, fuck, Alter. Ah, fuck. Schade. Rallye nur als Zweiter beendet. Aber da ich nur 9 Sekunden hinter Walter bin oder knapp 10, reicht es nicht für einen Gesamtsieg, würde ich sagen. Wir müssten theoretisch gemeinsam Erster sein.
0% Etappensiege, 100% Neustarts. Erster, zweiter. Wir haben beide 43 Punkte. Und damit haben wir beide die Gruppe S 1990 gewonnen. Ich mit 20% Etappensiegen. Aber einer deutlich besseren Zeit als er. Und wir haben das Cube-Van freigeschaltet. Sehr witzig. Und wir haben noch zwei Lackierungen freigeschaltet, nämlich einmal eine Bonuslackierung für Le 504 und einmal eine Bonuslackierung für T22. Sehr schöne Lackierung nebenbei, mich anhören. Jutti. Da wir noch ein bisschen Zeit haben, das ist mein Wecker, würde ich sagen, wir gehen in die Online-Events, tägliches Event, und machen das tägliche Event von heute noch. Das habe ich nämlich nicht gemacht. Wir starten rein. In Japan, in Tsumagoi. Das wäre eben schon gefahren. Ich glaube, das war das Angenehmste? Nee, war nicht das Angenehmste. Das war das mit Regen, ne? Kann das sein? Keine Ahnung. 7,1 Meilen in einem Subaru Impreza WRX STI oder so. Okay, Bruder. Ich kann gerade nicht so schnell nach rechts gucken, um zu gucken, welches Auto es ist. Aber irgendwie sowas. Ich mag ja Boxer. Ich mag ja Subaru. Ich glaube, die sind unglaublich unreliable. Aber die hören sich geil an. Die sehen geil aus. Das sind richtige Rallye-Monster. Ich glaube, die kann man böse aufpumpen. Wie gesagt, ich glaube, das ist so wie beim Karts. Einmal fahren, zweimal schrauben gefühlt. Ja. Aber an sich einfach geile Autos. Natürlich überhaupt nicht cool und schwarz-matt. Ein Spaßfaktor, habe überlegt, mein Kart, weil das so ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Ich habe das immer draußen stehen gehabt. Einmal hundertprozentig zu überarbeiten, das ganze Ding schwarz-matt zu machen. Also komplett den Rahmen zu pulvern in schwarz-matt und auch die Anbauteile einmal in schwarz-matt zu lackieren. Bin ich aber noch nicht so richtig weit damit. Im Endeffekt macht man damit die Originalität halt komplett kaputt. Wobei, gut, ein Rahmen gepulvert ist schnell und kostet wahrscheinlich auch nicht die Welt, aber die Teile lackieren ist halt ein bisschen, naja. Man kriegt die alle noch komplett neu, glaube ich. Man kriegt, glaube ich, einen kompletten Satz für die Dinger neu. Aber, ja, ist halt ein Schritt, ne? Ich meine, die Originalsticker bei mir sind eh alle ab. Oder tot, besser gesagt. Die finden übrigens Sonneneinstrahlung gar nicht witzig. Also wirklich gar nicht witzig. Könnte überlegen, Geld einmal neu zu kaufen, die ganzen Plastikteile halt einmal komplett aufzuarbeiten und die Sticker dann einlackieren zu lassen. Das wäre natürlich auch nochmal viel mehr Aufwand. Aber dann wäre das Ding halt in einem Zustand, in dem niemals wieder ein F-Card geben wird. Also Spoiler, es wird eh nie wieder neue F-Cards geben, weil die halt seit 2017 nicht mehr zulassungsfähig sind. Aber das wäre schon cool. Meine Güte. Ah, okay. Bremse hat er. Das gefällt mir sehr gut. Leck mich am Fuß, ey. Komm. Fisch. Steig ich an. Mal eine Rallye oder mal ein tägliches Event ganz okay über den Tisch bringen wäre auch ganz cool. Das wäre doch echt ganz cool. Ich glaube, bergab hätten wir jetzt die 120 geschafft, also die 200 km/h. Das wäre witzig gewesen. Komm! Okay, mehr auf dem Gas stehen bleiben war schon mal ganz gut. Dann habe ich nicht so viel Turboloch. Quasi Flatshift, nur ohne Shiften, sondern mit Bremsen. Komm, fang dich wieder bitte, danke. Muss aber anmerken, so im Trocknen fährt sich das hier echt gut. Trocknen fahren macht das hier Ganze nochmal richtig Spaß. Ich glaube, da hätte es auch mit dem Albenhammer richtig Spaß gemacht. Naja, weil nur leichte... Oh, Schitze! Ära. 3 Minuten 39,081. Platz 60, ey. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich meine, wir sind
fast 23 Sekunden langsamer als die Top-Platzierung. Denn was ist denn der gefahren? Also, wir fahren ja alles gleich auch hinterm. Ja, mit Platz 60 bin ich zufrieden. Ich würde sagen Top 100, aber ich weiß ja nicht mehr, wie viele gefahren sind. Egal. Das war's mit dem heutigen Part. Beim nächsten Mal machen wir das Weekly Event. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis dahin. Tschüss!